Willkommen zurück zu Gurriels Gaming. Hier ist wieder eure Alex. Wie oft habe ich sie schon revisited? Weniger als Greed 21, deswegen ist es mir egal. Purple 21. Ich habe bloß sie auf dem momentanen Maximum von ihrem Potenzial zu showcasen. Weil ich einfach Bock drauf habe. Und ich vielleicht nicht durchgehend Bock habe, Meta zu spammen. Neue Season, da darf man das vielleicht ein bisschen. Spoiler, darf man nicht. Ich habe schon andere Videos von ihr, wer ihr Kit genau hören will, muss die schauen. Ich gehe jetzt nur kurz ein. Das Wichtigste an ihr ist, ihre Stats sind absolut krank nach Transformation. Sie bekommt Buffs, wenn sie länger drin ist, genau. Also im Kampf. Zieht jedes Mal eine Strike, wenn sie reinkommt, bekommt Key, Strike Damage. Und nach der Transformation hat sie dreimal, dass ihr Subcount 5 weniger ist. Also ich kann sie 5 Zeiten halt wiederholen. Und sonst halt noch ihre Green Card. Gibt ihr einen sehr, sehr großen hier. Es sind so 500, 600k. Und ihr eigener zugefügter Schaden wird erhöht um 10%. Das ist nicht eliminierbar und unendlich stackbar. Also wenn ich 4 Green Cards mit ihr hitte, habe ich 40% Damage inflicted für das ganze Game. Und so weiter und so fort. Und ja, Team ist das hier. Ich habe gesagt, ich will das maximale Potenzial aus Purple 21 rausholen. Das war das Ziel, das werden wir machen. Und ich behaupte, man kann momentan mit den Senkers, die wir haben, nichts an ihr mehr verbessern, außer man natürlich und Janemba auf 14 Starving as Ability. Sonst gibt es, glaube ich, nichts, wie man die besser kriegen kann. So. Zur Erklärung vom Team. Wir haben Janemba Double Defense für Regen. Deswegen ist Green 18 im Leader Slot. Und halt den Senkai Buff für Purple Powerful Opponent. Das ist unsere 21. Sie Senkai Buff sich selbst, also sie Senkai ist. Wir haben X14 oder 15. Ich weiß nicht, die drei sind mir eigentlich so egal aus dem Film. 50% Strike Attack and Defense für Purple und Blue. Und dann haben wir nochmal Turrets. 24% Strike Attack and Defense, bin ich der Meinung, für Purple. Blue 21 kriegt das nicht. Aber Purple 21 bekommt das. Und natürlich noch der Senkai Buff für Purple Powerful Opponent. Und ich habe mir einfach gedacht, es geht hier darum, das Maximum aus Purple 21 rauszuholen. Und Blue 21 kann auf diese eine Z-Ability verzichten, weil ich erwarte eh keinen Damage von ihr. Sie soll hauptsächlich tanken und supporten. Die Units, die ich zu ihr gewählt habe, habe ich aus folgendem Grund gewählt. Blue 21 erklärt sich eigentlich ziemlich von selbst. Nämlich dieses Teil hier. Purple 21 nimmt alle Buffs mit. Hauptsächlich ist mir wichtig, der zugefügte Schaden 30% für Girls. Und dann durch Senkai hat sie noch das hier. Für 60 Counts, wenn der Kampf beginnt, machen Cyborgs, ist Purple 21 20% mehr Damage mit Blue Cards und 15% allgemein mehr Damage mit allem, was Regen ist. Das ist Purple 21 halt auch. Green 18 ist eigentlich, ich war eine ganze Weile überlegen, welche Red Unit ich nehme. Und ich war überlegen, XC17, weil er die beste Red Strike Android Unit ist. Er ist besser als Super 13. Und halt ihr. Ich habe mich für sie entschieden, weil erstens, sie gibt allen 46% Strike Attack und 28% Strike Defense, also mehr Z-Ability für Purple 21. Und wenn ich eine Green Card mit ihr benutze, bufft sie den Strike Damage von Verbündeten um 10% für 20 Zeiteinheiten. Was will man einfach mehr? Ja. Das ist so ziemlich, warum das Team so ist. Equipment. Ich habe Green 18 hat einfach ihr Platinum gegeben und dann so ein Mix aus Damage und vor allem HP gegeben, damit sie ein bisschen tankt. Blue 21 hat Double Defense, HP im ersten, das zweite ist Double Defense einfach und das dritte ist, glaube ich, Base Blast Defense plus Strike pro Android, was alle sind und Strike Attack, genau. So, und jetzt Purple 21. Ich habe ihr das hier gegeben. Der erste Slot 17%, juckt aber nicht, so Base Blast Defense. Und die beiden anderen Slots sind komplett Max Out. 37,5% Base Strike Attack und 12,5% Blue Card Damage.
Dann das hier. Double Defense und auch Damage-mäßig Maxed Out 6% Pure Strike pro Android. Und weil sie so viele Senkai-Buffs hat, erlaube ich mir, dass ich Double Pure gehe. Deswegen hier nochmal Base Blast Attack, Base Blast Defense und auch hier nochmal Maximum Base Strike Attack pro Android um 6%. Also, sie hat 37,5 Base Strike und 36% Pure Strike allein aus Equipment. Ich erwarte viel. Ich will Damage sehen. Ist das eine gute Idee gerade, wenn Ultra Super Vegito ist? Wahrscheinlich nicht. Ist mir aber egal. Wir legen los. Unser erstes Game ist tatsächlich eine Wiederholung, weil ich halt auf Arbeit den First Win immer gerne hole in der Pause. Und das Game war viel zu gut, um es nicht zu nehmen. Weil ihr werdet dann noch sehen, warum. Ich habe erstmal eine Folge Hand Strikes gegen Mui gehabt. Das macht einfach Spaß und ist fair auf jeden Fall. Das war übrigens mein allererstes Game in der Season und ich treffe direkt auf Mui und Ultra Super Vegito. Deswegen freut mich das, wie abwechslungsreich diese Meta ist. Deswegen gebe ich zu, das ist der einzige Grund, warum ich diesen Battle Royale Modus gerade liebe. Erstens, ich kann Fortistar Twins abusen, aber hauptsächlich geht es mir einfach darum, die Leute. Man merkt, wie viel schlechter die spielen, wenn die weder Mui noch Ultra Super Vegito sind. Das ist einfach nicht, dass ich mich aufgeile, dass ich so gut wäre. Ich bin kacke, wie man da in dem Game gut sieht. Aber man merkt, ohne Mui und Ultra Super Vegito ist PvP definitiv einfacher und angenehmer. Oder allgemein ohne Ultras und Mui. Da hat er wahrscheinlich sich vertippt, weil das wäre eigentlich eine tote 21 gewesen. Aber endlich sind wir mal dran. Ich habe gedacht, Mui ist noch nicht ready. Hab mich geirrt. Ich will mich transformieren und versuchen, ihn in der Blast Debut zu catchen. Was ich schaffe und ja. Ach ja, Green 18, davon muss ich auch noch ein bisschen erwähnen. Ihre Green Card heilt sie auch selbst und restort dreimal, wenn ich. Das wird auch noch wichtig. Eventuell in den Games. Aber hauptsächlich ist sie auch dabei, weil sie ja Green Cards gut spawnt. Und da halt. Also, ich bin mit Purple 21 Damage sehr zufrieden. Er pv't mich leider. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich überrascht bei der Ult, weil ich kenn's, dass die eigentlich so ein One-Shot ist, aber Green 18 hat die Ult tatsächlich sehr, sehr gut getankt. Weil normalerweise habe ich sie eigentlich tot erwartet. Und wir machen eine Karte mit ihr und dann Purple 21. Also sie hat Ultra Super Vegitos erstes Leben, Basic Key gewonnen-Combot mit einer Strike von 18, aber who cares. Und dann waschen wir ihn, auch wenn er mich nicht gewascht hat, aber es tut mir leid, Mui und Ultra Super Vegito. Wer denkt, dass ich die nicht wasche, der ist irgendwie im falschen Film hier. Und ja, deswegen habe ich die Wiederholung reingenommen, weil es war ein sehr, sehr gutes Game. Wo man den Damage, den Purple 21 raushauen kann, sehr, sehr gut gesehen hat. Und dann gehen wir jetzt auch mal in richtige Live-Matches. Unser erstes richtiges Match ist gegen Mono Green Hybrids. Habe ich letzte Season gespielt. Tatsächlich ein sehr spaßiges und gutes Team, aber Purple 21 wird hier ihren Spaß haben. Also wenn wir Damage sehen können, dann in dem Game wahrscheinlich. Mit dem ich 2 gegen Blast Armor? Hat nicht funktioniert.
Ah. Super. Wir verwandeln uns hier und wir spammen einfach die Strike. Weil wer soll das schon tanken? Weil es halt auch das nächste. Ja, das hat auch viel weniger Leben mit der Verwandlung. Gewinnen wir den Cash? Natürlich nicht. Was erwarte ich? Genau, was ich wasche einfach, weil er muss mir ihn oder Future Zwangs geben. Das ist seine einzige Vorteil-Unit gegen 21. Super. Wie? Ist eigentlich keine Long Animation, just saying. Oh, mega lol. Und das war's. In der Wiederholung und im ersten Game überzeugte der mich definitiv, aber es war natürlich Monogreen, also ja. Unser nächster Gegner ist eine abwechslungsreiche Meta. Ich hab, ich hab euch ein paar Users rausgeschnitten, weil ganz ehrlich, 14. Mui und 14. Ultra SV, Day 1 PvP. Ich sag euch, wie es ist. Vor allem durch MUI ist mir das Spiel mittlerweile so egal geworden. Ich gebe das einfach auch auf 15 nach 15 Counts und gebe mir sowas einfach nicht. Warum sollte ich? Warum soll ich mir Day 1 14. MUI und USV in einem Team geben? Es gibt keinen Grund dafür. Da spiele ich lieber Honkai oder Genshin. Danke. To be honest, ich glaube, wir gehen noch einfach zu dir, weil... Einfach so. Ist ja trotzdem ganz guter Damage an ihr. Der Drop war eigentlich aus Versehen, aber... Dann halt. Nope, das tankst du. PV? Ah, immerhin kann es kein PV sein. Alles klar. Aber sollte nicht gehen, weil du nicht auf Mono Purple bist, dann machst du kein Damage. Wir machen die Green mit ihr, einfach weiße Karte gibt und ja. Ich mach die Strike erst. Ich hätte doch die Blast erst machen sollen, aber ich dachte, dass der Typ noch nicht ready sein kann. Und er hat noch eine Green. Wunderbar. Blue meine ich. Wir machen das. Reicht das? Ich bin nicht sicher. Hat gereicht. Ist die Green halt gewastet, aber I don't care, es ist okay. Oh, die Green ist doch nicht gewastet. Und wir kriegen hier wieder den PV. Habe ich verdient an der Stelle. Und Twangs ist dead.
3 Green Cards, ja? Bitte sag mir, dass du noch genug... Idealerweise machst du jetzt nicht die Ult. Perfekt. Ich glaube, die Ult killt nicht, mein Freund. Dafür geht die Combo ein bisschen zu lang. Dafür habe ich ein bisschen zu viel Leben. Aber danke fürs Anbieten. Mal sehen, wie die drei Greensigos werden. Perfekt wäre natürlich Blue21 in der Combo. Hast du gut gemacht. Und das ist Game. Weil es ist so viel fucking Anti hier, dass, ja. Der kommt eh nur mit 1 HP wieder. Deswegen... Okay, ein bisschen mehr. Das ist ein Game, das spiele ich gerne an Day 1 PvP. Der nächste Match ist LOE mit dem neuen Future Play Kuga und zu dem bin ich auch ein bisschen ehrlich. Der juckt mich jetzt übrigens zu null. Und dass ich Teamkampf wegen dem spielen muss, freut mich noch weniger. Stimmt, ich habe den Kuga nicht runtergeladen. Egal. Das eine Unit, das geht schnell. Ich habe mir noch nicht wirklich was zu ihm angeschaut. Ich weiß, er kann damit Katro-Speed haben, reinkommen und main und dass seine Blue-Cut wehtut. Das ist alles, was ich weiß. Ich will nicht, dass du Cut hast, deswegen... Und es ist einfach schlau, die mit dir zu machen. Okay, immerhin hat der MPV einen Move für eine Blue-Cut benutzt. Damit kann ich noch leben. Kann ich jetzt eigentlich damit auch hindächen und dann... Darf ich nicht, okay. Dann weiß ich das jetzt. Kannst du zu Purple Freezer wechseln? Dann halt so. So wie er füge ich mich auch manchmal. Unser letztes Game ist ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Es ist Day One, ich ergebe mich. Ich ergebe mich irgendwie zu erwarten, dass die Leute heutzutage noch Spaß haben wollen. Ja, wegen sowas spiele ich übrigens den ganzen Tag nur noch Honkai und Genshin und mache irgendwie außerhalb von Videos 3 PvP-Games am Tag. Und das ist einmal Ranked und zweimal die Schatzkiste. Wirst wechseln. Wer hätte es gedacht? Guter Damage von Purple21 da. Ich wechsle jetzt nicht, weil sie muss ja ein bisschen drin bleiben für ihre Passives. Ich hätte mir was anderes gewünscht an einem PV, aber dann nehmen wir halt die 10% Damage Inflict fürs ganze Game mit. Wandeln uns hier und ja. Aber Purple21 schon mal am Start. Ich bin mich übrigens nicht überrascht, wenn der sich auf einmal jetzt einen Wasch gönnt. Will ich nur so anmerken. Tackle. Ich glaube nicht, dass das killt, wenn ich ehrlich bin mit dir.
Wir machen den nach die Main, weil wir eine Blue haben. Okay. Das ist ein Free Rush. Ich hätte wahrscheinlich so Purple 21 gesollt. Okay, hätte eh nicht interessiert, super. Kann ich den PV haben? Also ich rate, du warst jetzt mich und ich darf keinen nicht erraten. Oder du frisst die einfach, ist auch in Ordnung. Ob er noch weiß, dass die Vanishing Sword? Okay, ich vertraue dir, Putant One. Dass der Anti reicht. Zweig? Gar nichts. Das habe ich verdient. Geht das? Danke, Purple 21. Das war das letzte Game. Liken und abonnieren nicht vergessen. Diese Meta ist komplett abwechslungsreich. Ich sehe auf jeden Fall nicht dieselben Units jedes Game. Ich liebe dieses Spiel. Und ja. 14-Star GV außerhalb von Mono Purple ist so trash, wie er seit Release ist. Dankeschön. Ach ja, ich habe das vergessen zu sagen. Mache ich jetzt einfach mal so ein Schlusswort noch am Ende. Purple 21, Max Potential. Ich bin eigentlich zufrieden. Ihr Damage Output ist definitiv sehr, sehr nice. Klar, sie ist auf Blue 21 angewiesen, aber ihr Damage ist sehr, sehr nice, wenn sie sie hat. Ich kann mich da nicht beklagen. Es war nur vielleicht ein bisschen nachteilhaft, sie in der Meta zu spielen, wo Ultra OSUs wie überall ist, aber sind wir mal ehrlich, der wird auch Dezember zu Weihnachten noch überall sein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Sonst, super Unit, super Zenkai, empfehlenswert für jedes Android-Team, wenn ihr nicht Zeit habt.